ein paar Fälle mit der Zoom-Kamera. DTTB-Pokal vor Herrn Hilpertstein. Zu Gast neben den Hilpertsteinern hier Andy Pereira und Teamkollegen an diesem Tisch. Fedor Kuzmin für die RB SC Berlin gegen Patrick Decker. Awesome. Den hat er richtig gut gelesen und erwischt, Patrick Decker. Mal sehen, was Fedor Kuzmin mit seiner Aufträgen so macht. Versucht ihn ja zu irritieren durch das Stampfen. Man verspricht sich davon, dass der Gegner nicht hören kann, ob der Aufschlag weich oder hart aufgeschlagen wurde. Ich bin ganz ehrlich, mich irritiert schon das Stampfen selbst. Aber es gibt so gut nichts, was mich nicht irritiert, wenn ich am Tischtennistisch stehe. Ist ja auch seit vielen Jahren durch meine Arthrose und ein neues Kniegelenk nicht mehr relevant. Ja, der erste Ball war schon gut, aber auf die Rückhand von Kuzmin. Da ist er natürlich besonders stark, hat besonders gute Reflexe. Deswegen war die Idee, den nächsten dann auf die Vorhand zu spielen, auf jeden Fall richtig gut. Auf der Stativaufnahme das ganze Spiel komplett, da kann man auch mal ein bisschen gucken, wie es mit den Platzierungen so ist. Kuzmin gleicht aus. Bisher ja noch im Einsatz von Hertha BSC Berlin. Nagy. Und Torben Wosik.